Hi, mein Name ist Diefenata3, wir sprechen über Sea of Thieves, das gibt es aktuell für 40 Euro auf Amazon, Link ist unten in der Beschreibung, ist natürlich ein Werbelink, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne. Ja, Sea of Thieves ist ein Action-Adventure, wenn ihr alleine seid und an einer Crew von 2 bis 4 Personen, dann könnt ihr euch das gönnen und worum geht's eigentlich? Sea of Thieves, wie der Name das schon vermuten lässt, ist ein Piratenspiel. Das heißt, wir schuppern mit unserer Schaluppe, mit unserer Brig oder mit unserer Galeone, je nach Kuhgröße, und erleben Abenteuer. Das kann alles Mögliche sein. Wir haben 3 Hauptkompanien, Handelskompanien, bei denen wir aufsteigen können. Das sind zum Beispiel die Goldgräber, da können wir Schatzkisten abgeben. Der Order of Souls, wo wir Skelette bekämpfen und Skelettschädel abgeben. Oder auch die Handelskompanie, wo wir zum Beispiel Tiere einfangen oder Kisten mit Fracht füllen und die abgeben und abliefern. Von daher ist eigentlich eine ganz coole Sache. Es gibt, wie gesagt, 3 Schiffstypen. Es gibt jede Menge Waffen. Ne? Das heißt, ihr habt nicht nur den klassischen Säbel, das Entermesser und eine Blunderbust, also eine Donnerbüchse. Nein, wir haben auch noch die normale Pistole, wir haben eine Sniper, wir haben Granaten in 2 verschiedenen Ausführungen, sowohl Brandgranaten als auch Schrapnellgranaten. Wir haben jede Menge verwunschene Kanonenkugeln für die Schiffe selber. Ne? Da ist alles Mögliche dabei, von wir schicken die andere Crew einfach schlafen, bis wir brechen den Mast oder wir senken ihren Anker, damit sie nicht mehr sich bewegen können, oder verwünschen das Steuerrad, damit sie in eine andere Richtung steuern. Ist alles eine coole Sache dabei. Und letztendlich, euer Ziel des Spiels ist es, möglichst hohes Level bei den Handelskompanien zu bekommen. Es gibt auch noch kleinere Handelskompanien, die 3 großen habe ich euch gerade genannt. Und das Spiel wird jetzt 2 Jahre alt oder ist 2 Jahre alt geworden und es wird immer noch upgedatet mit jeder Menge coolen Sachen. Zum Beispiel als letztes kamen die Emissaries dazu, die sogenannten Botschafter der Handelskompanien. Dazu sagt man dann voller Stolz, ich bin jetzt ein Emissary der Order of Souls zum Beispiel und töte in deren Namen Skelette. Dadurch bekomme ich halt extra Erfahrung und extra Gold und von diesem extra Gold und der extra Erfahrung kann ich mir coole Cosmetics kaufen. Ja, ist eine coole Sache. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann habt ihr das bestimmt auch schon mal in einem meiner Streams gesehen. Falls nicht, dann abonniert jetzt auf jeden Fall den Kanal, denn das kommt definitiv öfter mal auf meinen Kanal. Das Erkunden und das Adventuren auf Sea of Thieves ist natürlich ein Hauptargument. Das heißt, ihr werdet früher oder später jede der Inseln mal besucht haben und mal hier und da um die Ecken gucken. Es gibt jede Menge kleine Easter Eggs versteckt, wo man halt auch nochmal Collectibles finden kann für ein paar extra Dublonen. Oder wenn man zum Beispiel Tall Tales annimmt. Tall Tales sind längere Questreihen, die jetzt erstmal kein Gold direkt bringen. Aber sie erzählen eine coole Story. Es ist der sogenannte Seemannsgarn, heißt es auf Deutsch. Und von daher, da sind coole Cutscenes mit dabei. Aber ihr müsst halt auch immer bedenken, es ist PvP-VE. Das heißt, ihr könnt nicht einfach nur adventuren, sondern es kann halt auch immer mal sein, dass eine andere Spielerschaluppe oder ein größeres Boot daherkommt und Ärger machen will. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall immer auf der Hut sein. Am besten seid ihr in einer größeren Crew am Anfang und lernt so ein bisschen das Combat-System und wie man vernünftig navigiert, wie man zum Beispiel auch die Wolken deutet. Denn sehr, sehr viel ist nicht als HUD-Interface in diesem Spiel vermerkt, sondern es sind halt Elemente, die ihr in der Umgebung beobachten könnt. Und wenn ihr ein gutes Auge habt, dann könnt ihr auch zum Beispiel Treibgut entdecken, das ihr einsammeln könnt. Und da müsst ihr nicht mal für kämpfen oder nicht mal irgendwelche Schatzkarten für lesen oder Rätsel lösen. Nein, ihr müsst das einfach nur, ihr müsst hinfahren und das einsammeln. Das ist praktisch Geld, das auf der Straße liegt. Das sieht man aber nur, wenn man die Augen aufmacht und nicht, wenn man auf Reddit scrollt. Ne? Ich möchte niemanden ansprechen an dieser Stelle. Grüße gehen natürlich raus. ihr habt so viele Möglichkeiten in diesem Spiel und es ist definitiv für 40 Euro. Ich glaube, ich habe da schon 200 oder 300 Stunden reingesteckt. Also über die Jahre jetzt natürlich. Ich habe es seit der Beta-Version gespielt und als die ersten Tall Tales letztes Jahr kamen, habe ich mir dann nochmal die Mühe gemacht, mich ein bisschen mehr reinzufassen und habe jetzt letztendlich mit, ich glaube, es war Forsaken Shores, oder Heart of Fire.
Eins von beiden. Auf jeden Fall mit einem der kostenlosen Updates habe ich mich wieder reingefunden und habe mir gesagt, okay, du grindest jetzt durch bis zur Piratenlegende, denn dann öffnet sich das Spiel nochmal für den Endgame-Content. Der Endgame-Content unterscheidet sich nicht großartig von den anderen Quests, allerdings ist die Schwierigkeit natürlich nochmal deutlich angehoben. Das heißt, wenn wir gegen Skelette kämpfen, machen die natürlich mehr Schaden. Wir haben längere Questreihen, das heißt, es ist dann nicht damit getan, dass man zu einer Insel fährt und eine Kiste ausgräbt. Nein, das sind dann verschiedene Kapitel. Dann hast du zum Beispiel bei einem Thieves Haven Run, muss man fünfmal auf Thieves Haven irgendwas suchen, dann irgendwo anders wieder hinfahren, dann wieder zurück und so weiter und so fort. Es lohnt sich auf jeden Fall und es werden immer eine coole Story erzählt. Das Coole ist auch, das habt ihr bestimmt schon auch im Gameplay im Hintergrund gesehen, das ist zum Beispiel von heute Morgen, habe ich mich mit dem Niklas hingesetzt und habe gesagt, okay, wir machen jetzt einen Thief's Haven Run. Weil ich mir dachte, ey, cool, das hast du noch nicht gemacht und warum nicht? Das Ding ist, wir wurden halt sofort abgelenkt von einem Skullfor. Das heißt, wir haben die Skelette bekämpft und da unser Loot genommen. Because why not? Und bevor wir das machen konnten, sahen wir erstmal, dass da andere Spieler sind, die sich unseren Loot krallen wollten. Und das geht ja mal gar nicht. Ne? Das heißt, wir sind dann sofort reingegangen, haben die Spieler vertrieben, haben nebenbei noch ein auftauchendes Geisterschiff versenkt und da auch nochmal das Loot abgegriffen. Und man könnte auch meinen, es heißt Sea of Distractions. Denn es gibt so viel zu tun. Das ist absolut insane. Und jede Reise, jeder Abend ist ein bisschen anders. Und ja, und irgendwann merkt man dann auch schon, wie man einfach nicht mehr vorsichtig wird, sondern man wird einfach nur noch greedy und dann sagt man halt, wir haben zwar schon das ganze Schiff voller Loot, ne? Aber wir könnten ja jetzt, nur wenn wir wollten, noch diese Brick angreifen. Und Leute, ihr könnt euch ja vorstellen, in welche Richtung das geht. Abonniert einfach den Kanal und dann sehen wir uns das mal im Livestream zusammen an. Ich freue mich auf euch und ich würde sagen, bis dahin macht's gut. Haut rein.